بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نمن الله سيس على بامس من هاتسيقن الله سيسيقن من هاي من هاتسيقن وفيت محمد صلى الله عليه وسلم Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere aller Fasten annehmen, unsere Gebete annehmen, unsere Bittgebete erhören und diese guten Taten bei ihm vermehren, sodass wir uns an ihnen am Tag der Auferstehung erfreuen mögen. Liebe Geschwister, wir waren stehen geblieben im Kapitel, wann der Fastenmonat Ramadan beginnt und endet. Wir haben zuletzt einen Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam erwähnt, wird von Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu überliefert. Er sagte: إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا. Dieser Hadith in Sahih Muslim sagt: Wenn ihr den Neumond seht, dann fastet. Und wenn ihr ihn wieder seht, dann bricht euer Fasten. Und sollte er euch verdeckt sein, dann fastet 30 Tage. Also eine klare Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, was man zu tun hat, wenn man den Neumond nicht sehen konnte. Und wenn man nach dem Neumond Ausschau hält, spielt es keine Rolle, ob man dafür seine Augen benutzt, direkt, das heißt ohne Hilfsmittel, oder ob man dafür zum Beispiel ein Fernglas oder ein Teleskop verwendet. Denn wenn man durch das Fernglas oder durch das Teleskop schaut, dann hat man auch den Neumond gesehen mit den eigenen Augen. Und es spielt dabei keine Rolle. Allah weiß am besten Bescheid. Ein weiterer Beweis, das war das Letzte, was wir gesagt haben, ist, der Grundsatz, Gewissheit wird nicht durch Zweifel beseitigt. Al-Yaqinu la yuzalu bishak, einer der fünf fundamentalen Grundregeln im Fiqh, die immer wieder auftaucht und immer wieder relevant ist. Gewissheit wird nicht durch Zweifel beseitigt. Das heißt, wenn wir zwischen einer Entscheidung, wenn wir bei einer Entscheidung stehen und nicht wissen, sollen wir links oder rechts gehen, wir gehen immer von dem aus, was sicher ist. Sicher ist, wenn wir das auf unseren Fall jetzt übertragen, wir wissen nicht, ob Ramadan beginnt oder nicht beginnt, dann sagen wir, sicher ist, dass die ganze Zeit Schaban war. Also sagen wir nicht, dass Ramadan eingetroffen ist, bis wir uns sicher sind, dass Ramadan eingetroffen ist. Und deswegen gilt der zweifelhafte Tag, der in Anführungsstrichen 30. Schaban, als ein Tag von Schaban und nicht ein Tag von Ramadan. Weil sicher war die ganze Zeit, 100% sind uns sicher gewesen, dass wir uns im Monat Schaban befunden haben. Es ist aber nicht sicher, ob Ramadan jetzt eingetroffen ist oder nicht. Deswegen bleiben wir bei dem, was sicher ist. Und diese Regel, die findet sich in allen Kapiteln des Fiqh wieder. In allen Kapiteln des Fiqh befindet sich diese Regel wieder, weil die ganzen Regelungen in der Religion sind immer aufgebaut, entweder auf Gewissheit, Yaqin, oder auf Überzeugung, Ghalabatu Dhann. Und darunter kommt dann der Zweifel, wenn man sich unsicher ist, und darunter ist dann Al-Wahm. Das heißt, wenn man sich eher sicher ist, dass es nicht der Fall ist. Die zweite Ansicht, das war die erste Ansicht, die wir gesagt haben, und das ist auch die richtige Ansicht, aber es gibt auch eine zweite Ansicht, die von manchen Gelehrten, Imam Ahmad rahimahullah, und einigen seiner Anhänger befolgt wird, dass man an diesem Tag, das heißt diesen zweifelhaften Tag, fasten soll und ihn als Ramadan wertet. Das heißt, die zweite Ansicht besagt, wenn man sich nicht sicher ist, ob der morgige Tag schon Ramadan ist oder nicht, dann soll man diesen Tag fasten, und ihr Beweis ist die Überlieferung, die gleiche Überlieferung von Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala anhuma, wo er sagte, faqduru lah, das heißt, wenn ihr den Neumond nicht sehen könnt, dann sagte er, faqduru lah, und das Wort faqduru
wurde übersetzt mit schätzen, kann aber auch im Sinne von einengen verstanden werden. Und wenn wir den Monat einengen, also klein machen, dann ist das natürlich 29 Tage und nicht 30 Tage. Und das ist die Begründung derjenigen, die das gesagt haben. Das ist ein Beweis, ein Beweis. Der zweite Beweis, den sie haben, ist, dass sie sagen, wir gehen auf Nummer sicher. Denn Allah subhanahu wa ta'ala hat uns das Fasten im Monat Ramadan zur Pflicht gemacht. Und wenn ich am 30. Tag sicherheitshalber faste und ihn als einen Tag von Ramadan werte und sich im Nachhinein herausstellt, dass tatsächlich Ramadan war, dann habe ich richtig gehandelt. Die richtigere Ansicht ist allerdings die Ansicht der Mehrheit der Gelehrten. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ausdrücklich verboten, dass man an diesem Tag fastet. Und so berichtet uns Abdullah ibn Abbas, er sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, لا تقدم الشهر بصيام يوم ولا يومين. Das heißt, fastet nicht einen oder zwei Tage vor dem Monat Ramadan. Aus diesem Hadith ergibt sich eindeutig das Verbot des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einer Sache geurteilt hat, dann müssen wir alle anderen logischen Beweisführungen beiseite legen. Und der Hadith geht weiter, es sei denn, ihr fastet aufgrund einer Regelmäßigkeit, darüber reden wir später inshallah, und fastet nicht, bis ihr den Neumond seht. Wenn ihr ihn wegen Wolken nicht sehen könnt, dann vervollständigt die Anzahl auf 30 und brecht dann euer Fasten. Sollte jemand am zweifelhaften Tag fasten und sich sagen, ich faste sicherheitshalber, wenn es Ramadan war, habe ich meine Pflicht erfüllt und wenn nicht, dann war es eben ein freiwilliges Fasten, so muss er sein Fasten auf jeden Fall nachholen. Auch wenn sich herausstellt, dass er Recht gehabt hat. Auch wenn sich herausstellt, dass er tatsächlich an einem Ramadan-Tag gefastet hat, weil diese Absicht ist eine unentschlossene Absicht. Damit dein Fasten gültig ist, musst du beabsichtigen, den Monat Ramadan zu fasten. Und Bedingung dafür ist, dass der Monat auch eingetroffen ist. Und deswegen, wenn eine Person sagt, ich faste morgen sicherheitshalber, dann kann sie gar keine entschlossene Absicht gehabt haben, was aber Bedingung ist dafür, dass das Fasten angenommen wird. Sollte man den Mond nach Sonnenuntergang des 29. Schaban nicht sehen, obwohl der Himmel klar ist, darf man also nicht fasten, wie gesagt. Und darüber gibt es auch die folgende Überlieferung, die zeigt, dass auch die Sahaba radiallahu anhum es danach so verstanden haben. Silah sagte, wir waren bei Ammar radiallahu anhu am Tag, an dem man sich nicht sicher ist, ob der Neumond schon aufgegangen ist oder der Neumond gesichtet wurde. Er brachte ein Schaf zum Essen, Ammar, woraufhin manche Leute sich zurückzogen. Ammar sagte dann, wer am heutigen Tag fastet, ist Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam gegenüber ungehorsam. Wer ist Abul Qasim? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Warum heißt er Abul Qasim? Weil einer seiner Söhne, besser gesagt der Älteste, eben Al-Qasim hieß. Aus diesem Hadith ergibt sich eindeutig, dass man an diesem Tag nicht fasten darf, weil es auch dem Propheten sallallahu alaihi wasallam wieder zugeschrieben worden ist. Der Neumond, wie wir wissen, er zu ersehen ist nicht sehr einfach. Warum? Weil man erstens wissen muss, wann man nach ihm schaut, zweitens wissen muss, wo man nach ihm schaut und drittens die Sicht natürlich auch sichtfrei sein muss. Und wer das einmal beobachtet hat,
der weiß, dass der Neumond, beziehungsweise sagen wir einfach mal der Mond, am Ende eines Monats geht er fast zeitgleich mit der Sonne unter. Und deswegen kann er nicht gesehen werden, weil die Sonne, also entweder geht der Mond vor der Sonne unter oder gleichzeitig oder danach. Wenn die am Ende des Monats, die geht die Sonne zuerst unter und danach der Mond. Und deswegen sieht man ihn noch ein bisschen. Und danach gehen sie zeitgleich unter. Und dann sieht man ihn überhaupt nicht mehr. Ein, zwei Tage. Und danach, wieder andersrum, geht die Sonne zuerst unter und danach der Mond. Und das ist dann der Neumond. Und wenn man ihn dann sehen kann, dann weiß man, dass der neue Monat eingetroffen ist. Da aber, wie gesagt, die Mondsichel sehr klein ist und die Sonne fast zeitgleich mit dem Mond untergeht, ist es sehr schwer, das zu sehen. Sehr schwer, das zu sehen, besonders natürlich, wenn die Sichtverhältnisse nicht klar sind. Und deswegen, wenn man ihn gesehen hat, dann fastet man, wenn man nicht gesehen hat, dann fastet man. Nicht so einfach ist, Alhamdulillah, unsere Scharia. Eine Ausnahme besteht nur, wenn jemand aufgrund einer Regelmäßigkeit an diesem Tag sowieso gefastet hätte. Eine Person fastet also regelmäßig, zum Beispiel montags und donnerstags oder jeden zweiten Tag oder jeden dritten Tag, und dann fällt dieser Tag ausgerechnet auf den Tag, an den man den zweifelhaften Tag nennt. Wir wissen mittlerweile, was damit gemeint ist. Darf man dann in diesem Fall fasten? Die Antwort lautet ja. Denn Abu Huraira radiallahu anhu berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat: Fastet nicht ein oder zwei Tage vor dem Monat Ramadan, es sei denn, aufgrund einer Regelmäßigkeit, in diesem Fall darf man fasten. Und dieser Hadith ist in Sahih Muslim unter anderem überliefert. Wenn er in Sahih Muslim oder Bukhari ist, das reicht uns aus, weil dann ist er authentisch. Dann brauchen wir nicht weiter fragen, ob er noch in anderen Büchern überliefert worden ist. Ist der Hadith auch in anderen Büchern überliefert worden? Ja, ist er auch. Aber wir sind jetzt nicht in einem Hadith-Unterricht, sondern wir sind in einem Fiqh-Unterricht. Deswegen genügt es uns zu wissen, wenn die Überlieferung authentisch ist. Im nächsten Abschnitt, 2.4, geht es um den Monatsbeginn und ob man ihn astronomisch auch berechnen darf. Wir haben gerade erfahren, wie man ihm gemäß dem Koran der Sunna berichtet, wie man ihm gemäß dem Koran der Sunna weiß, wann der Monat eingetroffen ist. Und jetzt geht es darum, darf man auch den Monatsbeginn astronomisch berechnen und hängt davon die Sichtung ab. Wir haben darüber gestern auch ein paar Worte verloren und wollen jetzt noch darüber ein bisschen ausführlicher sprechen. Erst einmal vorneweg, den Beginn des Monats Ramadan darf man nicht astronomisch festlegen. Das heißt, man darf nicht im Voraus berechnen, wann der Monat Ramadan beginnt und dann den Leuten sagen, ihr sollt an dem Tag so und so anfangen zu fasten, weil astronomisch gesehen zu diesem Zeitpunkt der Neumond sichtbar sein kann, auch wenn er nicht unbedingt gesehen werden wird. Das darf man nicht, aufgrund der Beweise, die wir bereits erwähnt haben, denn Allah subhanahu wa ta'ala hat uns angeordnet, das Fasten von der Sichtung mit dem Auge also abhängig zu machen und nicht von der Berechnung. Und deswegen, wer das von der Berechnung abmacht, widersetzt sich Allah und seinem Gesandten und er wird diese Sünde am Tag der Auferstehung verantworten müssen. Und für alle Menschen, die er dazu aufgefordert hat, auch dieser Sache zu folgen. Ist diese Sache eine Sache, über die es keine Meinungsverschiedenheit gibt? Es gibt einen Fall, über manche Gelehrte von früher überliefert ist, dass sie die Berechnungen zugelassen haben. Und zwar wird das überliefert, beziehungsweise nicht überliefert, sondern es wird erzählt
Und es gibt einen Unterschied, ob man sagt, es wird überliefert oder man sagt, es wird erzählt. Wenn man auf Arabisch yuhka, er wird erzählt. Das heißt, was ist der Unterschied? Wenn man sagt, es wird überliefert, dann, das heißt yurwa, dann gibt es eine Überlieferungskette. Das heißt, jemand berichtet anhand seiner Überlieferungskette bis zu der Person, die diese Aussage getroffen hat. In diesem Fall heißt die Person Mutarrif ibn Abdullah ibn al-Shikhir. Er ist einer der Tabi'un, rahimahullah. Aber wenn gesagt wird, es wird über ihn erzählt, das bedeutet, dass es nicht einmal eine Überlieferungskette bis zu dieser Person gibt. Das ist wie wenn heutzutage jemand sagen würde, der so und so von den Tabi'un hat das und das gesagt, aber er kann es nicht nachweisen, dass er es gesagt hat. Das heißt also, ist die schwächste Form der Überlieferung überhaupt und kann niemals standhalten gegenüber den anderen Ansichten der Gelehrten, ganz zu schweigen von den Überlieferungen, die authentisch über den Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert worden sind. Er sagte, rahimahullah, sollte man, das ist der entscheidende Fall, den wir uns merken. Er sagte, sollte es keine Sichtung geben. Das heißt, sollte niemand die Sichtung gesehen haben. Sollte niemand den Neumond gesehen haben. Und es gibt aber eine Person, die sich mit der Astronomie, mit den Berechnungen der Mondphasen sehr gut auskennt. Dann darf man danach handeln. Das war seine Ansicht. Also, wenn der Neumond nicht gesichtet wurde und es jemanden gibt, zweite Bedingung, der sich damit auskennt, mit den Berechnungen der Mondphasen, dann darf man seiner Ansicht nach danach handeln. Und deswegen merken wir uns genau, das, was über ihn erzählt wird, wie gesagt, wird nicht über ihn überliefert, wird nur über ihn erzählt. Und jetzt, wenn wir natürlich das anwenden, was die Leute heutzutage machen, in einigen Ländern, dann wissen wir, dass das nicht fußt auf dieser Ansicht. Es fußt nicht auf dieser Ansicht. Warum? Weil der Gelehrte hat etwas gesagt und manche Leute haben etwas anderes darunter verstanden. Und hinzu kommt auch noch, dass Ibn Abdul Barr, rahimahullah ta'ala, klar und deutlich gesagt hat, dass diese Überlieferung über Mutarrif ibn Abdullah ibn Shikhir daif ist. Das heißt, sie ist unauthentisch. Und wenn sie unauthentisch ist, ist sie gerade so, als gäbe es sie überhaupt nicht. Dann wird sie auch jemandem zugeschrieben. Und zwar wird sie manchen Hadith-Gelehrten wie Ibn Qutayba und Ibn Suraij von der Shafi'iyya, wird ihnen das zugeschrieben. Auch wiederum haben wir nicht eine klare Aussage von ihnen, dass sie das gesagt haben. Und Ibn al-Arabi, rahimahullah, sagte auch, dass diese Ansicht schwach ist, daif ist. Und wir wissen auch, und er sagte das damals schon, dass die Astronomen sich selbst uneinig sind. Das heißt auch, diejenigen, die diese Mondphasen berechnen und berechnen und sagen, wann der Mond gesehen werden kann und wo er gesehen werden kann, sie sind sich nicht einig. Und das ist eine Tatsache. Sie sind sich nicht einig. Und deswegen sagt man auf Arabisch, وَلَيْسَ بَعْدَ الْعَيَانِ بَيَانِ. Das heißt sinngemäß, es gibt nichts Klareres, als das, was du mit deinen eigenen Augen sehen kannst. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, und wenn wir uns einfach an die Worte des Propheten sallallahu alaihi wasallam halten, dann haben wir es am einfachsten. Weil dann haben wir es nicht kompliziert. Weil dann können wir, Yawm al-Qiyam, wenn Allah uns fragt, wieso habt ihr den Menschen gesagt, dass sie fasten sollen? Oder warum habt ihr den Menschen gesagt, dass sie nicht fasten sollen? Sagen wir, oh Allah, weil der Mond gesehen oder nicht gesehen wurde. Was ist euer Beweis? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. Wenn ihr ihn seht, dann fastet und wenn ihr ihn seht, dann brecht euer Fasten. Das war's. So einfach ist die Beweisführung, wenn man sich an die Worte des Propheten sallallahu alaihi wasallam hält.
Und das gilt natürlich nicht nur für den Monat Ramadan. Es kann sein, dass eine Person fasten muss, aufgrund einer Sühneleistung fasten muss, zum Beispiel aufgrund eines versehentlichen Mordes muss ein Muslim einen Sklaven befreien, und wenn er das nicht vorfinden kann, dann muss er 2 Monate hintereinander fasten. Und wenn er diese 2 Monate fastet, dann ist auch für ihn wichtig, wann der Monat beginnt und wann er endet. Und das hängt auch wiederum von der Sichtung ab und nicht von der Berechnung. Manche Leute, sie sagen Folgendes, sie wenden Folgendes ein. Sie sagen, das war damals. Heutzutage kann man die Monate genauestens astronomisch berechnen. Das heißt, sie sagen vielleicht damals, man konnte berechnen, aber nicht so genau wie heute. Und hier ist ein grundsätzliches Problem. Und davon abgesehen, dass wir klare Aussagen des Propheten sallallahu alaihi wasallam haben, davon abgesehen, Allah subhanahu wa ta'ala hat diese Religion, den Islam, dem Propheten sallallahu alaihi wasallam offenbart. Und Allah hat diese Religion nicht offenbart nur für die Leute von Mekka und Medina damals, sondern für alle Menschen bis zum Tag der Auferstehung. Und wir wissen, dass Allah alles weiß. Und deswegen zu sagen, das galt nur damals und gilt heutzutage nicht mehr, ist eine sehr schwache Behauptung, weil die Aussage, die der Prophet gemacht hat zu den Menschen damals, zu Abu Bakr, Umar, Uthman, wie sie alle heißen, radiallahu anhum, diese Aussage ist die gleiche Aussage, die er an dich ebenfalls wendet heutzutage. Er sagt zu dir genau das Gleiche. Wenn du ihn siehst, den Neumond, dann fastest du. Wenn du ihn nicht sehen kannst, dann fastest du nicht. Und so. Das heißt, die gleiche Aussage richtet sich an jeden aus der Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Deswegen kann man nicht sagen, dass diese Aussage sich bezieht nur auf die Menschen damals. Das ist fatal. Weil wenn du das anfängst zu machen und wenn wir diese Tür öffnen würden, dann würden die Menschen vieles von dem, was Allah offenbart hat, einfach ablehnen, indem sie sagen, das galt nur damals. Und das ist teilweise, das passiert auch tatsächlich teilweise. Und jetzt haben wir auch noch, da kommt noch hinzu, dass wir einen weiteren Hadith haben, der sich bei Bukhari und bei Imam Muslim rahimahullah befindet, der ganz klar aussagt, dass der Prophet selbst gesagt hat, man darf sich nicht an Berechnungen stützen, wenn es um den Neumond geht. Guck, was er gesagt hat. Inna ummatun ummiya la naktubu wa la nahsub ash-shahru hakadha wa hakadha, ya'ni marratan 29 wa marratan 30. Er sagte sallallahu alaihi wasallam, wir sind eine Gemeinschaft, die des Lesens und Schreibens unkundig ist, und wir berechnen nicht. Ein Monat hat entweder so und so viel oder so und so viele Tage. Er meint 29 oder 30. Er sagte ganz klar, und wir berechnen nicht. Und diese Aussage ist natürlich klar, aber auch die Aussage vorher, wir sind eine Gemeinschaft, die des Lesens und Schreibens unkundig ist. Das heißt, auf Arabisch Ummi, das bedeutet nicht, dass wir eine unwissende Gemeinschaft sind. Es ist ein gewaltiger Unterschied zwischen Unwissenheit und ob man lesen und schreiben kann. Lesen und schreiben bedeutet nicht, dass man wissend ist. Und nicht lesen und schreiben zu können bedeutet nicht, dass man unwissend ist. Und es kann genau das Gegenteil sein, kann stimmen, muss aber nicht stimmen. Deswegen wissen wir, dass derjenige Mensch, der am meisten Wissen gehabt hat, unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er konnte nicht lesen und schreiben. Und trotzdem war er der Gelehrteste von allen Menschen. Und es kann sein, dass heutzutage jemand lesen und schreiben kann und viel weniger Information und Wissen hat und Kenntnis hat, als jemand, der wiederum lesen und schreiben kann. Und deswegen, das ist die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, ist sogar ein Lob für diese Umma. Warum? Weil diese Gemeinschaft, sie liest und schreibt nicht im Sinne von, dass sie alles, was sie an Informationen hat, im Kopf hat. Der Gelehrte, der hat seine Informationen im Kopf und hat seine Informationen nicht nur in seinen
Büchern oder in seinen Notizen, sondern er merkt sich diese Hadithe, er merkt sich die Ayat des Koran. Und deswegen, Alhamdulillah, gibt es so viele Menschen, die den Koran auswendig kennen, und so viele Menschen, die auch die Hadithe des Propheten sallallahu alaihi wasallam zum großen Teil auswendig lernen und so weiter und so fort. Wer sich also nach diesem Hadith widersetzt, soll sich auf die Androhung Allahs subhanahu wa ta'ala gefasst machen. Allah azza wa jalla sagte: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. So sollen diejenigen, die seinem Befehl zuwiderhandeln, sich vorsehen, dass nicht eine Versuchung sie trifft oder schmerzhafte Strafe sie trifft. So sollen diejenigen, die seinem Befehl, gemeint ist der Befehl Allahs oder der Befehl seines Gesandten sallallahu alaihi wasallam, es kommt aufs Gleiche, sie sollen sich vorsehen, dass nicht eine Versuchung sie trifft oder schmerzhafte Strafe. Die schmerzhafte Strafe ist klar, aber was ist die Versuchung? Die Versuchung, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala sagte, damit ist der Schirk gemeint. Das heißt also, er sagte, wenn eine Person eine Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam verwirft, dann passiert es, dass Allah subhanahu wa ta'ala sein Herz fehlleiten lässt und Schirk in sein Herz setzt. Das heißt, sobald das Herz sich dann an jemanden anderes wendet, außer Allah subhanahu wa ta'ala, dann geht er fehl und dann wird ihn auch die schmerzhafte Strafe treffen. Und diese Art, und das ist seine Meinung gewesen, rahimahullah ta'ala, das heißt, dass damit Schirk gemeint ist. Aber stellt euch vor, es geht um irgendeine Art Versuchung, Gott bewahre, wie zum Beispiel eine Versuchung, eine Fitna, dass eine Person vom rechten Weg abkommt in der Hinsicht, dass sie ihre Meinung vor den Überlieferungen aus Koran und Sunna stellt. Das ist schon katastrophal genug, wenn eine Person also aus dieser Beweisführung, die sie macht, das heißt, sie sagt, wir halten uns an die Berechnung und wir verwerfen die Aussagen des Propheten, die klaren Aussagen. Und warum macht sie das? Aus welchen Gründen auch immer, vielleicht sogar gute Absicht dahinter, weil wir die Umma einigen wollen und weiß nicht was. Als könnte man die Umma einigen mit anderen Dingen außer mit Koran und Sunna. Ja. Und deswegen, wenn eine Person sowas macht, kann sein, dass sie diesen Weg auch in anderen Angelegenheiten weiterhin folgt, diesem Prinzip, dass wenn der Koran al-Karim etwas sagt und mein Kopf sagt etwas anderes, dann biege ich die Ayah und den Hadith so um, bis es eben in mein Konzept passt. Und das ist ein gefährlicher Manhaj. Das ist eine gefährliche Methodik oder Vorgehensweise mit oder Umgangsweise mit dem Koran und der Sunna. Und deswegen, die ganze Religion ist aufgebaut auf ein wichtiges Prinzip, und genau das ist es, was von Menschen bekämpft wird. Manche Menschen haben das verstanden. Ich rede jetzt von den Feinden des Islam. Manche Feinde des Islam haben verstanden, dass die gesamte Religion ist aufgebaut auf was? Sami'na wa ata'na. Das heißt, wir hören und wir gehorchen. Die ganze Religion ist darauf aufgebaut. Egal, was Allah und sein Gesandter sagt, du musst akzeptieren, umsetzen. Du hast keine Wahl. Allah sagt wortwörtlich im Koran, also sinngemäß übersetzt, wenn Allah und sein Gesandter etwas bestimmt haben, dann hat der Mensch keine Wahl zu sagen ja oder nein. Genau dieses Prinzip der Gottergebenheit, genau das ist es, was die Menschen bekämpfen wollen. Die Feinde des Islam. Durch was? Indem die zum Beispiel den Menschen verklickern, dass er ein freier Mensch ist und selbst entscheiden darf. Und überrede mich nicht. Ich habe meinen eigenen Kopf. Ich habe meine eigene Meinung. Und indem man den Leuten sagt, ja, du musst selbst lernen zu denken. Du musst selbst lernen zu denken. Lass dir doch nicht alles vorsagen. Subhanallah. Natürlich, kommt darauf an, was man einem vorsagt. Wenn einem was Gutes vorgesagt wird, dann soll man das doch akzeptieren. Und wenn einem was Schlechtes vorgesagt wird, dann soll man es nicht akzeptieren. Aber gibt es etwas im Koran, im Sunna, was schlecht ist? Höchstens die Person, die dir etwas vermittelt, kann dir etwas Schlechtes sagen. Aber was Allah und sein Gesandter sagen, ist immer gut. Und auch hinzu kommt noch, und das reicht dann als Beweise, dass die vier Imame sich alle darüber einig sind. Und deswegen, das ist immer seltsam, wenn manche Menschen behaupten, sie folgen einer bestimmten Rechtsschule, egal welche der vier Rechtsschulen es ist,
Und dann, wenn es dann darauf ankommt, schmeißen sie ihre Rechtsschule über Bord und folgen sie neuen Ansichten, die von keinem der Imame vertreten wird. Ja. Und das ist natürlich kein richtiger, diese Person hat keine Prinzipien, weil sie macht manchmal das, was ihr Madhab sagt, und manchmal macht sie das nicht, was ihr Madhab sagt. Jetzt wissen wir, wann der Monat Ramadan eingetroffen ist, und wir gehen jetzt davon aus, dass er eingetroffen ist, Alhamdulillah. Jetzt ist die Frage, gehen wir zur nächsten Thematik. Es kann passieren, dass der Neumond tagsüber gesichtet wird. Das heißt also, er wurde nicht gesehen am Abend, sondern erst im Folgetag, im Laufe des Tages. In diesem Fall, gemäß der richtigeren Ansicht, wird der Neumond der kommenden Nacht zugeschrieben. Das heißt, stell dir vor, am 30. Schaban, weil wir haben ihn am 29. Abend nicht gesehen. Und am 30. dann im Laufe des Tages kommt die Meldung und sagt jemand, dass er ihn gesehen hat. Jetzt gibt es zwei Meinungen unter den Gelehrten. Die erste Meinung besagt, dass man ab diesem Zeitpunkt fasten muss, den Tag zu Ende fasten muss und den Tag nachholen muss. Und die zweite Ansicht ist die stärkere unter den Gelehrten, dass man diese Nacht dem Folgetag zuschreibt. Das heißt, an diesem Tag fastet man nicht, sondern erst ab dem darauf folgenden Tag. Die nächste Thematik ist, fastet jedes Land alleine für sich oder alle gemeinsam? Wenn der Neumond von Ramadan in einem Gebiet gesichtet wird, stellt sich die Frage, müssen dann alle Muslime auf der Welt ebenfalls fasten? Oder ist nur diejenige Gruppe von Muslimen angesprochen, in deren Gebiet die Sichtung erfolgte? Die Gelehrten sind darüber unterschiedlicher Ansicht. Die erste Ansicht besagt, dass der Neumond, sobald er gesehen wird an einem Ort, verbindlich ist nur für die Leute an diesem Ort. Die zweite Ansicht besagt, dass die Leute auf der gesamten Welt fasten müssen, sobald der Mond an einem Ort gesehen worden ist. Und beide diese Ansichten haben natürlich ihre es gibt noch eine Unteransicht, die gleich gekommen werden, man kann sie auch als dritte Ansicht nennen, aber diese beiden Ansichten sind die entscheidenden Ansichten, und schauen wir uns die Beweise an dieser verschiedenen Ansichten. Zunächst einmal vorneweg, dass zu wissen, die stärkere Ansicht und die den Text beweisen am nächsten ist, dass die Sichtung gebietsbezogen ist, das heißt lokal. Das heißt also, wenn der Mond an einem Ort der Welt gesehen wird, dann ist er nicht verbindlich für die anderen Menschen auf der Welt. Und der Beweis ist erstens einmal, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, fastet, wenn ihr ihn seht, und brecht euer Fasten wieder, wenn ihr ihn seht. Dieser Hadith spricht dafür, dass eine Gruppe von Menschen den Mond gesehen hat an einem Ort, und deswegen sollen sie alle fasten. Und wenn man diesen Hadith an eine andere Gruppe von Menschen an einen anderen Ort richten würde, wenn man ihnen das gleiche sagen würde, würden sie sagen, ja, aber wir haben ihn nicht gesehen und deswegen fasten wir nicht. Dieser Hadith ist aber zweideutig, aber er ist ein starker Beweis für diese erste und bevorzugte Ansicht. Der zweite Beweis, der deutlich ist in dieser Hinsicht, ist ein Hadith, der in Sahih Muslim überliefert wird. Und zwar geht es um Folgendes. Es geht genau um diese Situation. Der Hadith, der Mond, wurde an einem Teil der Erde gesehen, beim anderen Teil der Erde nicht gesehen. Die einen haben gefastet, die anderen haben nicht gefastet. Und Abdullah ibn Abbas sagt dann seine Meinung dazu und begründet sie mit einem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Quraib berichtet,
dass Al-Fadl, die Tochter von Al-Harith, ihn zu Muawiyah nach Damaskus sandte. Also, Quraib ging nach Damaskus zu Muawiyah radiallahu anhu. Muawiyah war dort Statthalter. Er sagte, also Quraib sagte, als ich in Damaskus ankam, erledigte ich ihre Sache. Noch während ich in Damaskus war, trat der Neumond vom Ramadan ein. Ich sah dann den Neumond Freitag-Nacht. Hiernach kam ich am Ende des Monats in Medina an. Am Ende des Monats Ramadan. Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhumma fragte mich dann nach meiner Reise und erwähnte unter anderem den Neumond und sagte, also sie plauderten zusammen, wann habt ihr den Mond gesehen? Also ihr in Damaskus eigentlich. Ich sagte, wir haben ihn Freitagnacht gesehen. Er sagte, du hast ihn gesehen? Er sagte, ja, auch die Leute haben ihn gesehen und sie und Muawiyah haben daraufhin gefastet. Er sagte, Abdullah ibn Abbas radiallahu anhumma, wir aber haben ihn Samstagnacht gesehen. Also, einen Tag später. Wir werden also so lange fasten, bis wir 30 Tage vollendet haben oder ihn, den Neumond, wiedersehen. Ich sagte, begnügst du dich nicht mit der Sichtung von Muawiyah und dass er gefastet hat, also einen Tag schon vorher? Er sagte, nein. Nein. So hat es uns der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam angeordnet. Aus diesem Hadith ergibt sich deutlich, dass Abdullah ibn Abbas diese Ansicht dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zuschreibt. Es ist richtig, manche Leute sagen, das ist nur die Ansicht von Abdullah ibn Abbas. Manche Leute sagen, das ist nur die Meinung von Abdullah ibn Abbas gewesen. Und er hat das verstanden aus einem Hadith, wo der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, fastet, wenn ihr ihn seht, und brecht euer Fasten, wenn ihr ihn seht. Aber das ist eine Behauptung. Das ist eine Behauptung, die erst bewiesen werden muss. Denn die offensichtliche Bedeutung des Hadithes ist, dass der Prophet genau diesen Fall auch so beurteilt hat. Also noch einmal, manche Leute sagen, sie wenden ein, die Gelehrten der anderen Ansicht, sie wenden an diesen Punkt, können sie einwenden, dass Abdullah ibn Abbas diese Sache dem Propheten als seine Meinung zugeschrieben hat, aber in Wirklichkeit nicht so vom Propheten gehört hat, sondern so vom Propheten verstanden hat. Denn es gibt einen Unterschied, und das ist wahr, es gibt einen Unterschied, ob ein Sahabi sagt, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat das und das gesagt und bringt den Wortlaut des Propheten sallallahu alaihi wasallam, oder ob das Sahabi sagt, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam inhaltlich gemeint hat oder gesagt hat. Weil in diesem zweiten Fall, er berichtet, was er verstanden hat. Im ersten Fall, er berichtet, was er gehört hat. Und das sind zwei Paar Schuhe. Nicht das Gleiche. Und deswegen, aber das ist ein Einwand, der ist berechtigt, wenn es dafür einen Beweis gibt. Aber ansonsten, das nennt man übrigens Marfu' Hukman. Das heißt, er gilt als Hadith Marfu', als Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, gesetzlich gesehen. Aber es ist keine Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam in diesem Hadith, sondern nur gesetzlich gesehen. Gesetzlich gesehen bedeutet, wir betrachten es so, als hätte der Prophet das gesagt, sallallahu alaihi wasallam. Und haqiqatan wäre, wenn er es tatsächlich gesagt hat, der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Denn die Sahaba radiallahu anhum sind auch Menschen und manchmal verstehen sie etwas aus der Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Es war aber nicht seine Aussage. Und wenn die Sahaba sich dann uneinig sind, das heißt, sie unterschiedliche Meinungen haben darüber, dann spielt das eine große Rolle, ob jemand einen Beweis hat, der eine direkte Aussage ist, oder ob jemand einen Beweis hat, den er dem Propheten als seine Meinung zuschreibt, ohne seinen Wortlaut zu haben. Das ist nicht das Gleiche. Aber diesen Fall, wir gehen davon aus, dass der Prophet es auch so gesagt hat und gemeint hat,
Es sei denn, wir haben einen anderen Beweis dafür. Aber natürlich auch gibt es andere Beweise. Also auch wenn diese Behauptung standhalten würde, dass Abdullah ibn Abbas, dass es seine Meinung ist. Das heißt, er hat das so verstanden aus den Aussagen des Propheten sallallahu alaihi wasallam und deswegen hat er es ihm so zugeschrieben. Selbst wenn dieses Argument korrekt wäre, darf man nicht vergessen, es gibt auch noch andere Argumente, wie zum Beispiel, wo ist der Unterschied, ob du sagst, der Mond ging in Südamerika auf, der Neumond, und deswegen fasten wir in Europa. Ja, das ist ja die eine Ansicht, die sind nicht nach der, man sagt, nach der globalen Sichtung orientiert. Sie sagen, wenn der Neumond in Südamerika aufgegangen ist, gesichtet worden ist, dann auch wir in Europa müssen fasten. Okay? Wo ist der Unterschied zwischen dieser Aussage und der Aussage, wenn die Sonne in Südamerika aufgegangen ist, dann ist bei uns in Europa die Fajr-Zeit zu Ende. Oder umgekehrt. Wenn die Sonne in Südamerika untergegangen ist, dann ist bei uns in Europa Maghrib. Das stimmt aber nicht. Maghrib ist bei uns erst, wenn bei uns die Sonne untergegangen ist. Und genauso sagen wir, Ramadan ist bei uns, wenn bei uns der Mond gesichtet worden ist. Es gibt keinen Beweis, das eine vom anderen zu unterscheiden. Es ist bekannt, dass der Neumond, auch zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, war bekannt, dass der Neumond nicht überall auf der Welt gleichzeitig gesehen wird, in der gleichen Nacht, so logisch. Deswegen einen Unterschied zwischen diesen beiden Dingen zu machen, braucht einen guten Beweis. Deswegen steht hier, Ibn Abbas hat also die Sichtung eines Gebietes unabhängig von der Sichtung eines anderen Gebietes gemacht. Und deswegen ist auch ein Beweis, weil Abdullah ibn Abbas diese Ansicht vertreten hat. Warum? Weil wenn die Gelehrten unterschiedlicher Meinung sind und unter Sahaba es welche gibt, die eine Meinung vertreten haben und diese Meinung ist auf einen Sahabi zurückzuführen, der ein gelehrter Sahabi ist, dann ziehen wir seine Ansicht unserer eigenen Ansicht vor. In der Realität sind auch die Mondphasen nicht in allen Gegenden gleich. Genauso wie auch die Sonne nicht überall gleichzeitig aufgeht. Es kann sogar sein, dass es im Osten der 28. Tag eines Monats ist, während im Westen schon der 30. Tag ist. Dies ist die richtigere Ansicht. Und es gibt noch eine weitere Schubha, das heißt Scheinargument, von denjenigen Leuten, die sich an Berechnungen halten. Es geht jetzt natürlich nicht mehr um Berechnungen, aber nur als weiteres Argument. Manche Leute sagen, wir wollen dadurch die Umma vereinen. Wir wollen nämlich, dass die Leute am gleichen Tag beginnen zu fasten und am gleichen Tag enden zu fasten. Und es gibt noch ein zweites Scheinargument. Sie sagen, weil wenn wir die Feiertage im Islam nicht voraus berechnen und bestimmen, da können die Leute ihrem Arbeitgeber und der Schule nicht sagen, wann ihre Termine sind, an denen sie frei haben wollen. Was das erste Argument angeht, natürlich diese Argumente sind keine wissenschaftlichen Argumente, deswegen heißt es auch Scheinargumente, es sind sogar weniger als Scheinargumente, weil unsere Argumente, oder wie man beweist, das nennen wir in Usul al-Fiqh, wir können nicht solche Gedankengänge als Beweisführung der Religion Allahs benutzen. Nachher kommst du mit deinem eigenen logischen Gedankengang, der nächste kommt mit seinem logischen Gedankengang, jeder hat seine eigene Meinung. Aber das sind keine Beweise. Beweise in erster Linie sind Aussagen Allahs und seines Propheten, sallallahu alaihi wasallam, in erster Linie, wie gesagt, nicht in letzter Linie. Und nicht ausschließlich. Das erste Scheinargument, die Einigkeit der Umma hängt nicht davon ab, ob man gleichzeitig anfängt zu fasten oder aufhört zu fasten. Angenommen, wir würden tatsächlich am gleichen Tag fasten und am gleichen Tag aufhören zu fasten. Sind deswegen unsere Herzen eins geworden? Mit Sicherheit nicht. Sondern unsere Herzen werden eins dadurch, dass all unsere Argumente und Beweise und Beweisführungen aufgebaut sind auf den gleichen Quellen. Weil wenn du mir sagst, ich handle nach dem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, fastet, wenn ihr ihn seht.
und du sagst, das bedeutet eindeutig, dass man fasten muss, wenn dass man auf der gesamten Welt fasten muss. Weil der Prophet sagt, fastet, und er spricht damit alle Muslime der Welt an, fastet. Und ich sage dir dann, nein, Achi, er sprach die Leute an, die um ihn herum waren, und er sprach damit nicht die gesamte Umma, seine gesamte Umma an. Dann auf was stützt du dich? Du stützt dich auf einem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und ich stütze mich ebenfalls auf einem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Also haben wir keinen Konflikt. Weil der Konflikt ist nur, wie du ihn verstehst und wie ich ihn verstehe. Und das ist kein Problem. Deswegen gibt es auch verschiedene Rechtsschulen, gibt es verschiedene Meinungen unter den Gelehrten, verschiedene Arten, wie wir beten. Aber wir haben kein Problem damit, ob ein Imam, der schafi'itischen Madhab folgt, oder ob der Imam von der malikitischen Rechtsschule ist, spielt für uns keine große Rolle. Weil solange er einem anerkannten Gelehrten, Mujtahid-Gelehrten folgt, ist es für ihn, für Allah subhanahu wa ta'ala, Argument genug. Denn Allah sagte, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Das heißt, fragt Ahlu al-Dhikr. Ahlu al-Dhikr, al-Dhikr ist der Koran. Al-Dhikr ist der Koran. Allah sagte, إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ. Wir haben al-Dhikr herabgesandt. Gemeint ist der Koran. Das heißt, die Leute des Koran. Wer sind die Leute des Koran? Die Leute, die sich im Koran also auskennen? Die Gelehrten des Koran. Und deswegen, wenn eine Person einem anerkannten Gelehrten Folge leistet und seiner Fatwa folgt und ihm folgt und das umsetzt, dann hat vor Allah Argument genug, fertig. Auch wenn er falsch liegt. Auch wenn der Gelehrte eine falsche Meinung hat. Solange sie aufgebaut war auf richtigen Usul, richtigen Regeln, hat er Argument genug. Und deswegen ist es egal, weil im Endeffekt entweder er bekommt eine Belohnung oder bekommt zwei, weil er sogar richtig lag. Eine Belohnung der Gelehrte, weil er richtigen Ijtihad gemacht hat, Entschuldigung, richtig vorgegangen ist im Ijtihad, also richtigen Ijtihad gemacht hat. Und im zweiten Fall, der Gelehrte bekommt zwei Belohnungen, weil er erstens richtig vorgegangen ist und zweitens, weil er auch noch richtig lag. Und für dich, da du dem Gelehrten folgst, ist es dir sowieso egal, weil du dich sowieso nicht damit auskennst, deswegen folgst du ja. Und der dritte Fall wäre, machen wir kurz Pause. Auf jeden Fall, und die dritte Art wäre, wenn der Ijtihad falsch ist. Wenn der Ijtihad falsch ist, dann ist es sogar egal, was das Ergebnis ist, weil dann ist das Ergebnis auf jeden Fall falsch. Auch wenn man zufälligerweise richtig lag, aber das ist, wenn man falsch vorgegangen ist, ist ein Problem an sich. Ja? Und deswegen ist es sehr wichtig, dass man immer sich an die Gelehrten wendet, wenn man selbst nicht Bescheid weiß. Das war die eine Schubha, wie gesagt, das eine Scheinargument, dass die Leute sagen, wir wollen eine Einheit bilden. Aber die Einheit bilden wir, indem wir eine gemeinsame Basis haben. Das heißt also, dass wir dem Koran Karim folgen, als Buch Allahs, des Sunna unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam folgen, weil er der Gesandte Allahs ist, und dass wir natürlich diese beiden Quellen so verstehen, wie die Menschen damals es verstanden haben, das heißt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, seine Generation, die Sahaba, und die Generation danach, die Tabi'un, und die Generation danach, die Atba' al-Tabi'in. Und dann kann keiner mehr kommen und sagen, meine Meinung, deine Meinung, ich sehe das aber anders, ich habe das anders verstanden. Spielt gar keine Rolle mehr. Weil das dann fest vorgegeben ist, wie du diese Quellen zu verstehen hast. Die zweite Ansicht der Gelehrten sagt, dass alle Muslime zu fasten haben, sobald er an einem Ort der Welt gesehen worden ist. Und sie stützen sich auf den gleichen Hadith wie auch die ersten auch. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fastet, wenn ihr ihn seht, und brecht euer Fasten, wenn ihr ihn seht. Das heißt, sie sprechen damit, sie sagen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam spricht damit alle Muslime an, die gesamte Umma. Als würde er sagen, ja Ummat al-Islam, oh meine Umma, wenn der Mond gesehen wird, dann fastet alle. Das ist ihr Argument. Doch zweifellos ist hiermit nicht die gesamte islamische Gemeinschaft der Welt gemeint, denn daraus ergebe sich, dass die Sichtung einiger Muslime am einen Ende der Welt für die Muslime am anderen der Welt verbindlich ist. Und das war ja zur Zeit des Propheten niemals.
Und deswegen sagen wir, es kann doch nicht sein, dass wenn wir das genauso machen wie damals, dass wir dann heute falsch sind. Und damals waren sie richtig. Das kann nicht sein. Deswegen, wenn wir auch uns orientieren nach dem Gebiet, wo wir waren, denn damals gab es diese technischen Möglichkeiten nicht. Und deswegen konnten die Leute niemals erfahren, aber doch, sie konnten im Nachhinein. Und auch wenn jemand sagt, damals, sie konnten das nicht erfahren, weil sie konnten das erst später dann mitbekommen, wenn der Monat früher angefangen hatte oder später. Dann sagen wir, der Hadith von Kureyb und Abdullah ibn Abbas, den wir vorhin gesagt haben, ist klar und deutlich. Denn wenn das gelten würde, dann hätte Abdullah ibn Abbas und seine Leute in Medina einen Tag nachholen müssen. Dieser Hadith spricht eine Gemeinschaft an einem Ort an. Selbst wenn wir akzeptieren, dass der Hadith sich auf alle Muslime beziehen könnte, so wäre der Hadith zweideutig. Also wir sagen jetzt, ja, der Hadith angenommen, obwohl wir davon nicht überzeugt sind. Wir sagen, ja, er könnte auch die Meinung tatsächlich vertreten und unterstützen, dass man einer globalen Sichtung folgt. Aber dann würden wir sagen, der Hadith ist zweideutig. Und eine Regel lautet, wenn ein Hadith zweideutig ist und wir auch einen Hadith haben, der eindeutig ist, dann verstehen wir den zweideutigen Hadith im Lichte des Eindeutigen. Das gleiche wie im Koran Karim, Allah Azza wa Jal sagt so in Surat Al-Imran, هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. Allah sagt, subhanahu wa ta'ala, sinngemäß, dass es klare Verse im Koran gibt, sie bilden den Ursprung des Buches. Das heißt, das ist die Grundlage, diese klaren Ayat. وَأُخَرْ مُتَشَابِهَاتٍ. Es gibt andere, mehrdeutige. Und was machen wir, wenn wir mehrdeutige Ayat haben, eindeutige Ayat haben? Wir verstehen die mehrdeutigen Ayat im Lichte der eindeutigen. Es geht nicht anders. Aber wenn du die eindeutigen vernachlässigen würdest, dann, oder wenn du von den mehrdeutigen ausgehen würdest, dann kann es sein, du hältst dich an die falsche dieser Bedeutungen. Und was machst du dann mit den Eindeutigen? Und der Hadith, der eindeutig ist, der Hadith von Abdullah ibn Abbas, wie gesagt haben. Die dritte Ansicht macht eine Fallunterscheidung. Wenn zwei Ortschaften nahe aneinander liegen, müssen beide fasten, auch wenn nur die eine den Neumond gesehen hat, gesichtet hat, ansonsten nicht. Und es gibt dann auch manche Gelehrte, die sagen, wenn zwei Länder so nahe aneinander liegen, dass sie sich die Nacht teilen. Das heißt, wenn es Nacht ist, es ist gleichzeitig an zwei Orten Nacht. Aber diese Ansicht scheint schwach zu sein, sehr schwach sogar. Warum? Weil der Hadith von Abdullah ibn Abbas, Abdullah war in Medina und Quraib war in Damaskus. Und diese Länder sind so aneinander, dass sie sich die Nacht zweifellos teilen zum Teil. Wenn es also Nacht ist in einem Land, ist es teilweise, überschneidet sich die Nacht mit dem anderen zweifellos. Also das so abhängig zu machen, ist sicherlich eine schwache Ansicht. Und widerspricht diesem Hadith. Aufgrund dieser Meinungsverschiedenheit gibt es in nicht-muslimischen Ländern sehr oft verschiedene Gruppen. Die einen fasten zusammen mit dem einen Land, die anderen fasten mit dem anderen Land. Was damit ausgesagt werden soll, wenn die Muslime an einem Ort sich einfach an die Sichtung ihres Ortes halten würden und man würde nur fasten, wenn jemand sagt, er hat ihn gesehen, das war's, dann gäbe es überhaupt keine Meinungsverschiedenheit. Überhaupt keine. Aber sobald es die Berechnungen gibt, gibt es Meinungsverschiedenheiten. Weil man hat das Problem immer noch nicht gelöst. Die Leute wollten die Umma einigen, wie wir gesagt haben. Aber wenn du der Berechnung folgst, hast du immer noch das Problem, folgst du der globalen Sichtung oder der lokalen Sichtung. Immer noch das Gleiche. Du hast das Problem nicht gelöst. Und wenn du dem Koran und Sunna aber folgst und sagst, es gibt diese Ansicht und beide diese Ansichten, ob du global sagst oder lokal, beide Ansichten sind vertretbar, dann du hast kein Problem mit den Muslimen. Weil wenn dein Bruder fastet, du weißt, dass er jemandem folgt, der ein anerkannter Gelehrter ist. Und wenn er nicht fastet, du weißt, dass er jemandem folgt, der ein anerkannter Gelehrter ist. Und du sagst erledigt. Und es gibt keinen Streit. Alhamdulillah. Und die letzte Thematik für heute. Und zwar, wenn man schon 30 Tage gefastet hat, jetzt geht es darum, und zwar, wenn man verreist, dann kann es passieren, aufgrund dieser lokalen Sichtung folgt sich daraus, dass die Leute unterschiedlich lange fasten. Kann sein, du fastest in einem Ort und bei dir in deinem Ort wurde der Neumond einen Tag
früher gesehen, als an dem Ort, wohin du hinreist. Deswegen kann es passieren, dass du dann 31 Tage insgesamt fastest. Kann sein, dass 31 Tage daraus werden. Und das ist auch richtig so. Und umgekehrt, es kann passieren, dass du nur 28 Tage fastest. Im genau gegenteiligen Beispiel. Und was macht man in diesen beiden Fällen? Also der Fall mit 31 Tagen, dies ist der Fall, wenn man den Neumond von Ramadan am Ort A einen Tag früher gesehen hat als am Ort B, zu dem man hinreist. Und die Leute am Ort B 30 Tage fasten. In diesem Fall hat man allerdings mit der Gemeinschaft des Ortes B sein Fasten zu brechen, auch wenn man dann 31 Tage gefastet hätte. Weil es ja noch Ramadan. Umgekehrt, allerdings, wenn man nur 28 Tage gefastet hätte, muss man zwar mit der Gemeinschaft des Ortes B sein Fasten am Eid-Tag brechen, allerdings muss man hinterher einen Tag nachholen. Und das stützt sich auf eine Überlieferung des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wal-Fitru yawma tuftirun. Das heißt, Eid al-Fitr ist an dem Tag, an dem ihr auch Eid al-Fitr feiert. Das heißt also, euer Fasten brecht. Und deswegen, wenn er am Ort B dann Eid ist, muss er mit den Leuten Eid machen. Aber er hat nur 28 Tage gefastet, also muss er einen Tag nachholen. Denn unter Übereinkunft der Gelehrten gibt es keinen 28 Tage Ramadan. Es gibt nur 29 oder 30 Tage. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا